Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time at Sandrock. Wir wollen in die gefahrvollen Ruinen. Machen wir jetzt. Können wir noch gar nicht dahin. Also machen wir wieder das obere Level und starten mal. Mal sehen, welche Bewertung wir jetzt bekommen. Und was es denn für Belohnung gibt. Ah, ist ja schon mal gar nicht so schlecht für den Anfang. Aber wir müssen uns eigentlich mal bessere Waffen machen. Nach kriege ich den mal klein. Ah, das ist die Dreier-Kombo, wenn ihr das gerade gesehen habt. Wenn wir so hochspringen, genau. Haben wir ja geskillt. Oh, wir haben den Anhänger in besserer Qualität bekommen. Okay, hinter uns ist wieder ein Raum. Den werden wir gleich auch erstmal machen. Da, habt ihr es gesehen? Schön mit Müll beworfen haben wir uns. Ganz viele Wallis kaputt machen, ne? Die sind so ein bisschen in der Seele weh. Machen wir den noch kaputt hier. Und werden wahrscheinlich wieder einen Kampfpunkt gerade bekommen. So. Ah, ist noch nicht zu Ende die Ebene. Da Kisten eine bestimmte Bedeutung haben oder ob die einfach nur zwei verschiedene Farben haben. Das habe ich noch nicht so rausgefunden. Weil manchmal leuchten die ja so gelblich und manchmal eher bläulich. Aber ob da verschiedener Loot rauskommt oder verschieden guter Loot rauskommt, das weiß ich nicht. Oh, mal eine neue Ebene. Ich muss sagen, der Kampf hat gerade richtig gut. Das war die gleiche Aufnahmesession von der, wie von der letzten Folge.
Und ich war ein bisschen kaputt, aber Kaffee hat mich gerade ein bisschen gerettet. Wir wurden gerade gebrochen, habt ihr es gesehen? Oh, jetzt kriegen wir aber Schaden hier. Drei auf einmal ist dann doch nicht so viel für uns. Da warten wir schon auf uns. Was macht Jackmail mich eigentlich? Ah, ein bisschen Lebenspunkte gibt es zurück. Oh, vergessen meine Dolche wieder auszurüsten. Ja, dann kämen wir noch länger. So. Ich glaube, gleich müssen wir mal ein bisschen heilen. Geht dann halt in die Wertung rein, aber ich will eigentlich nicht so low life zum Boss. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man stirbt. Also, wenn die Lebenspunkte ausgehen, stirbt man. Okay, heute erfahren wir es noch nicht. Ach nee, wir müssen erstmal auf die nächste Ebene. In Porsche hat es ja nichts gemacht, wenn man gestorben ist. Ausdauer, hier Lebenspunkte. Eins kaufen wir. So, und jetzt zum Boss. Guck mal, wir können mal so eine Bombe werfen. Wir haben ihn gerade gut in der Kombo drin. Oh, der ist kaputt. Und wir haben wieder A. Keine Verstärkung benutzt. Okay, wir haben doch uns aber geheilt. Anscheinend zählt Heilen nicht zum Verstärken. Und wir haben noch einen Motor bekommen. Sehr schön. Gut. Dann verlassen wir den Ort natürlich wieder. Und werden uns dann mal um unser Bauprojekt kümmern. Oh, was ist hier los? Stehen da nur. Nee, wenn das was wichtig ist, das kriegt man ja auch immer eine Erinnerung. Ich finde es halt immer noch so ein bisschen schade, dass dieses wichtige Lagerfeuer gestern einfach, also in-game gestern, einfach nicht getriggert wurde. Finde ich sehr, sehr schade. Okay. Also, Motoren müssten wir jetzt eigentlich haben. Und damit haben wir das nächste Teil fertig, den Kern. Jetzt fehlt nur noch die Tür. So, was brauchen wir? Bronzerohr, Gummischlauch und Kupferplatte. Bronzerohr. Wir brauchen 4 Stück. Stellen wir mal her. Kupferplatte. Können wir 2 herstellen.
brauchen aber 8. Das heißt, wir werden wieder Kupfer schmelzen müssen. Wie sieht's mit dem Wasser aus? Alles supi. Wir werden vielleicht die Krise hier noch überstehen. Okay, dann verteilen wir doch mal unseren Punkt. Treffer-Kombo. Komm, gehen wir mit. Wollen wir uns dann eigentlich auch Dolche wieder herstellen? Wollen wir mal gucken, was wir dafür brauchen? Ach, können wir hier gar nicht. Können wir ja mal gucken, ob vielleicht Hugo was hat. Oder Hugo, wie ihn auch immer aussprechen wollt. Dann können wir uns nochmal den Kondensator ins Inventar packen. Und schon mal uns vorbereiten darauf, dass wir dann Bronzedolche. 600. Sind die ganz schön teuer. Aber sind auch blau, ne? Erhöht Schaden gegen Bossgegnern. Und verursache 12% mehr Schaden, wenn du auf höherstufige Gegner triffst. Komm, wir kaufen die. So. Dann sind wir jetzt mal ein bisschen besser ausgerüstet, was Waffen angeht. Mal die Dolche hin. Den besseren Anhänger können wir auch mal ausrüsten. Verteidigungspunkte 3. Okay. Zipplandrate auch 3, ne? Dafür brauchen wir wieder eine neue Truhe. Guck mal so durch, ob wir irgendwo noch Platz haben. Das ist Materialien. Da kann ja sowas rein. Wir brauchen mal den Kondensator. Da ist der. Das ist eine sonstige Box. Packen wir den rein. Ach, hier ist noch ein bisschen Platz. Sehr schön. Das läuft hier alles. Dann würde ich sagen, wir gehen mal ins Bettchen. Und dann bauen wir heute fleißig weiter. Die Bronzerohre müssten eigentlich durch sein. Das heißt, wir können die Gummischläuche ansetzen. Oh, hey, da ist ja mein Lieblingshandwerker. Hast du eine Minute Zeit, um über deine Werkstattbewertung zu reden? Ich muss ein paar Dinge an dich weitergeben. Okay. Sieht aus, als wäre deine Werkstatt in einem guten Zustand, nehme ich an. Aber was genau würdest du sagen, machst du hier? Aha, nun ja. Es gibt keine Möglichkeit, es zu beschönigen, Suki. Deine Werkstattbewertung liegt diesen Monat bei 5. Das ist schlecht. Ehrlich gesagt, wenn es nicht so schwer wäre, Handwerker hier draußen zu bekommen, würde ich wahrscheinlich nach einem Ersatz für dich suchen. Wir müssen mehr von dir sehen. Nimm hier und da einen zusätzlichen Auftrag an. Besuche die Leute in der Stadt persönlich und frage sie, ob sie etwas brauchen. Rüste deine Maschinen und Ausrüstung auf, damit du größere Aufträge annehmen kannst. Sieh dir doch mal Mian an. Sie macht sich gut und ist auf dem besten Weg, dein Chef zu werden. Wenn du dich nicht zusammenreißt, du hast Glück, dass sie der freundliche Typ ist. Schau doch mal, ob du noch etwas von ihr lernen kannst, ja?
Oh, schau nicht so traurig, Handwerker. Nur weil ich keinen Respekt vor deinen Fähigkeiten habe, heißt das nicht, dass wir nicht trotzdem Freunde sein können. Mach's gut und versuche besser in deinem Job zu werden. Oh, Jen ist so ein Chef, ne? Mit die Will. Da würde ich gehen. Nein, es ist am Anfang halt super schwer, direkt natürlich auf Platz 1 zu landen. Das wissen wir ja schon aus Porsche, deswegen mache ich mir da gar keinen Druck und werde hier fleißig weiter mein Handwerker da sein. Oh, entschuldigt, mein Auge juckt gerade aber so doll, dass ich so abgelenkt bin. Also, wir werden weiter fleißig sein und uns langsam, aber stetig hocharbeiten. Das ist mein Plan. So, Bronze, Kupferplatten. So, 6 herstellen. Dann gucken wir uns mal hier die Post an. Von Pablo. Lieber neuer Handwerker und zukünftiger Kunde. Hallo, hallo, ich bin Pablo, ein wandernder Künstler, der gerade seine Wanderschaft beendet hat. Ich habe ein paar neue Bilder dabei und ein paar neue Frisuren im reizenden Walnusshain gelernt. Wenn du diese Dinge selbst erleben möchtest, komm zu Pablos Salon gleich neben dem Rathaus. Der Friseur. Hey Suki, hier ist eine Kopie der Anleitung für die Seilbahnkabine. Chi wollte sich nicht vom Original trennen. Ich habe Mian ebenfalls eine geschickt. Außerdem hat Justice mir gesagt, dass er die Kabel schon überprüft hat und dass sie immer noch passierbar sind. Die alte Zivilisation hat ganz schön hohe Qualität. Hat ganz schön hohe Qualität hergestellt. PS, du solltest deine Werkbank aufwerten. Einige Rezepte, die du für diesen Auftrag brauchen wirst, können nur an einer durchschnittlichen Werkbank gemacht werden. Okay, Seilbahnzeug und die Werkstattbewertung. Herzlichen Glückwunsch, also hallo Suki, herzlichen Glückwunsch. Du hast die am schlechtesten bewertete Werkstatt in Sandrock und Umgebung. Du hast es sogar geschafft, schlechter abzuschneiden als Nachbar Wang, der gerade eine Menge durchmacht. In gewisser Weise ist es ziemlich beeindruckend, so eine niedrige Bewertung zu haben. Aber in einer anderen, viel wichtigeren Hinsicht ist es schrecklich. Wenn es nach mir ginge, würde ich dafür sorgen, dass so eine laue Leistung nichts bekommt. Ach. Das Gilden-Protokoll verlangt leider, dass ich dir dieses Trostpflaster anbiete. Präsident Yen. Wir müssen natürlich auch noch sammeln. Okay, wir haben es gesammelt. Okay. Ja. Wir strengen uns ja jetzt wieder ein bisschen mehr an. Wenn das Projekt hier durch ist, dann geht's ab. Okay, wir brauchen noch ein bisschen Gummi. Das heißt, wir müssen mal Gummischrott verwerten, wenn wir welchen haben. Oh ja, haben wir. Los geht's. Jetzt will ich aber mal gucken, sind wir wirklich so weit hinten an? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Oh Gott. Heute ist ja der Tanzwettbewerb. Der ist ja heute. Voll vergessen. Ja, dann haben wir gleich wieder ein Ereignis. Und wir müssen noch 2 Quests abholen. Teilzeitarbeit und auch, ne, Paketen. Paketboten nach. So viel los heute Morgen. Gucken wir doch mal. Wir sind nur so knapp 40 Punkte hinterher, ja? Schaffen wir schon. Das schaffen wir alles schon. Im nächsten Monat. Okay. Dann mal ab. Quest abholen. Damit wir die noch schnell erledigen können. Oder zumindest angenommen haben. Hey! Last time you were of record-breaking speed. Could I perchance trouble you for another delivery? Klar. How wonderfully refreshing! I just love your can-do attitude. This is the storage box in Jackie for Fang. You know Fang, right? He's the one who lives in the clinic. He's quiet, but devilishly handsome. Originally, I wanted to try and be his friend. I'd bring deliveries to him and try to strike up a conversation. Every time he'd just stare at me or tell me to leave him be, it was awkward. Then his bird told me to go away. It's imperative you deliver within 24 hours again. Don't let the bird kick you out, too. By the way, could you also help me check if he's changed his opinion of me or not?
Okay, machen wir doch mal. Dann laufen wir mal zu Feng rüber. Und fragen ihn mal, was er von Avio hält. Anscheinend mag Avio Feng. So, wir nehmen heute ein bisschen halsbrecherische Wege, denn wir haben keine Zeit. So, hallo Feng. Delivery! Delivery! Why you... Thank you very much! Oh, jetzt haben wir nicht rausgefunden, ob er Avio noch mag. Das habe ich jetzt vergessen. Nein. Ist so ein bisschen mit der Tür ins Haus fallen, oder? Ey, bist du sauer auf Avio? Ich kenne dich zwar noch nicht so gut, aber bist du sauer auf Avio? Irgendwie nicht so mein Stil. Okay, dann laufen wir. Ach, da müssen wir abgeben. Ah, das wird knapp mit 14 Uhr, denke ich mal. Weil ich jetzt auch gerade die weitesten Wege laufe, die es gibt. Hier ist noch eine Kiste. Noch eine Halskette. How did it go? Did you make the delivery? How about Fang? Ich habe Is vergessen my zu Hexal fragen. still in effect? Huh? Well, maybe by the time I make his delivery next week, he'll have calmed down. And by the way, Builder, you can be certain that I haven't forgotten about a reward for your help. But I feel you deserve something particularly special. Let me think on it a while. I'll certainly repay you handsomely. Kannst auch gerade sagen, dass du aktuell kein Geld hast oder was anderes. Nicht so schlimm. Kann ich mit leben. Aufgeschoben heißt ja nicht aufgehoben. Und ich bin, glaube ich, ein super ungeduldiger Mensch. Ja, Cooper, lauf nicht weg. Ich habe nicht so viel Zeit. Hey there. So, Teilzeitarbeit. Ich bin immer noch eine Frau. Wie wär's, wenn du zur Ranch kommst und das Unkraut jätest? Gib dir selbst ein bisschen Geld. Gib dir selbst ein bisschen Geld dazu. Okay. Unkraut jäten, Unkraut jäten, Unkraut jäten. Hörst du das? Du kannst das Unkraut hören, wenn du es sagst. Gras ist Gras, aber Unkraut ist Unkraut. Unkraut ist schlecht, aber Gras ist gut. Hörst du mich? Worauf wartest du noch? Los, fang an, Unkraut zu jäten. Verdammt nochmal. Ja. Okay, ich mach ja schon. Hier ist Unkraut. Er findet das Oregano. Oh. Das ist gar nicht das Unkraut. Das ist nämlich Sandreis. Hier ist irgendwo Oregano und das wäre Unkraut. Was? Irgendwas ist beendet? Hat. Wow. Musste man sich registrieren? Oh nein! Ich will mich noch registrieren. Wie viel Zeit habe ich fürs Unkraut gießen? Jetzt ist gerade hier super Stress. 14 Stunden. Wir probieren es einfach um 14 Uhr mit dem Tanzen. Wenn nicht, müssen wir es am nächsten Tag machen. Das ist Gott sei Dank an 2 Tagen. Ah, wir gehen jetzt zum Tanzen. Und danach gehen wir Unkraut jäten. Das ist Pablo. Hallöchen. Hey, you must be the builder. Allow me to extend a warm welcome to Sandrock on behalf of Pablo's Parlor. I'm Pablo, the head stylist. Pleased to make your acquaintance. I've been staying at Walnut Grove. I didn't know we were getting 2 new builders. Looks like you two are getting along swimmingly. But, if I may say so,
It also kind of looks like you've been swimming. And that's where I come in. Whenever you want to change your style, get a new do, stop into my shop and I'll get that dust off and make sure you stand out in a crowd. Okay. Hey there. Machen wir. So, ich stelle mich jetzt mal genau hier hin. Ich bin nicht am Dance-Off teilnehmen. Das ist die Spendenkiste. Ja, und das Unkraut jeden. Wenn wir es dann nicht schaffen, dann schaffen wir es halt nicht. Dann schaffen wir es halt einfach nicht. So, wir wollen tanzen. Wir fangen mal auf einfach an. So, drücke die Tasten im Rhythmus. Wenn das Spiel beginnt, werden die Namen der Tasten von links über den Bildschirm gleiten. Drücke die Taste zur Musik. Hinweis, manche Tasten musst du antippen, manche musst du gedrückt halten. Wenn die Taste den Kreis in der Mitte des Bildschirms erreicht, ist das der perfekte Zeitpunkt, um sie zu drücken. Wenn du mehrere Züge hintereinander machst, bekommst du eine Combo. Große Kombos geben riesige Bonuspunkte. Kurze Tasten müssen nur einmal gedrückt werden. Lange Tasten müssen von Anfang bis Ende gedrückt gehalten werden. Erziele mehr Punkte mit einem guten Rhythmus und großen Kombos. Die Person mit den meisten Punkten gewinnt. Ah, okay. Geht mit WASD. Ich muss nicht die Pfeiltasten nutzen. Oh, falsch. Ich kann leider nicht zum Tanz hingucken, das ist ein bisschen doof. Vielleicht muss ich mal die Aufnahme gucken. Wie das aussieht, weil ich bin so auf die Pfeile konzentriert. Oh, nicht geschafft, zu früh gedrückt. Nein, falsche Taste. Wenn man einmal raus ist, das ist ganz schlimm. Oh, wir haben trotzdem sehr viele Punkte bekommen. Ich bleib erstmal auf einfach. Guck mal, wir haben 21 perfekt bekommen, 21 great, 4 cool und 6 bad. Und 6 miss. Okay. So, einmal tanzen wir noch. Oh Gott, den habe ich verpasst. Das ist so ein cooles Minispiel, ja? Es ist super einfach, das Prinzip, aber es ist so toll. Oh, da drücke ich immer zu früh. Und jetzt habe ich nicht lang genug gehalten. Die ruhige Musik passt nicht dazu. Eigentlich ist ja auch Musik. Fällt mir gerade auf. Das scheint dann noch ein bisschen buggy zu sein. Okay, jetzt haben wir 18 Uhr. Dann würde ich mal sagen, wir gehen schon mal Richtung Farben und Unkraut jäten. Und morgen haben wir vielleicht ein bisschen weniger Stress bei diesem Event. So, wo wächst hier noch Oregano? Da. Aber wir sind jetzt übrigens im Herbst, ne? Schon angekommen. Gar nicht beachtet. Okay. Dann geben wir jetzt noch die Quest ab, haben es geschafft und können wieder durchatmen.
wirst erst bezahlt, wenn deine Arbeit beendet hast, sag ich dir. Ich gebe dir keine Almosen. Wir haben es doch beendet. Howdy. Sieht aus, als würdest du schnell arbeiten. Gar nicht schlecht. Halte die Augen offen. Ich biete von Zeit zu Zeit Jobs an. Egal, komm in deinen Lohn. Oh, können wir nochmal tanzen? Ja, dann machen wir doch nochmal. Pablo läuft einfach über die Bühne. Was soll ich denn für einen Eindruck von ihm bekommen? Wir haben anscheinend eine relativ hohe Combo gerade. Sonst würden die nicht klatschen. Ja, wir hatten eine sehr hohe Combo. Sehr cool. Ja, Combo 58 ist schon nicht schlecht. Und diesmal kein Bad und kein Miss. Sehr cool. So, ich glaube, jetzt ist das beendet. Ja, es sind schon alle weg. Okay, dann ab zur... zu unserer Ranch, wollte ich gerade fast sagen, zu unserer Werkstatt. So, jetzt sollten wir alles haben. Gummischlauch. Kupferplatte. Und Bronzerohre. Dann können wir morgen vielleicht das schon aufbauen. Jetzt gehen wir aber erstmal ins Bett. Und das wird unsere Werkstattbewertung richtig nach oben pfeffern. So, sage ich euch. So, ich wach schon mal auf, gehe aber in den Screen, denn ich werde jetzt die Folge beenden. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.